Aus Tel Aviv ist mir nun Arya Shalikar zugeschaltet, der Sprecher der israelischen Armee. Herr Shalikar, ich grüße Sie. Shalom aus Israel. Wir haben ja Berichte, dass man nun auch mit Panzern im Gazastreifen ist, auch Bodentruppen dort aktiv sind. Wie gehen Sie aktuell im Gazastreifen vor? Also wir haben in den letzten Tagen unseren militärischen Einsatz im Gazastreifen erweitert. Und das sowohl aus der Luft und auch vom Boden aus. Erst gestern Abend haben wir bekannt gegeben, dass wir eine Geisel, ein junges Mädchen, Ori Megidish, aus den Händen der Terroristen im Gazastreifen befreit haben. Sie ist jetzt wieder in Sicherheit bei ihrer Familie in Israel. Sprechen Sie den Fall der 19-Jährigen an. Ist das in Ihren Augen auch ein Beweis dafür? Denn es gibt ja durchaus diese Diskussion, ob eine Bodenoffensive die Befreiung der Geiseln eher erschwert oder erleichtert. Ist das ein Beweis für Sie, dass das eben genau der richtige Weg ist, dass das so auch gut funktioniert und auf diese Weise vielleicht sogar weitere Geiseln freikommen könnten? Naja, also zum einen natürlich bekommt man keine Geiseln frei aus der Luft. Da müssen wir uns nichts vormachen. Zum zweiten reden wir jetzt derzeit zu der jetzigen Phase über erweiterte Einsätze des israelischen Militärs und das im Rahmen sowohl von Bodentruppen als auch aus der Luft und vom Wasser aus. Haben Sie denn, weil bisher gibt es relativ wenig Informationen, haben Sie da nähere Details für uns, wie es gelungen ist, die junge Frau zu befreien? Ich habe natürlich mehr Infos, was ich hier natürlich nicht mit dem Zuschauer, so leid es mir tut, teilen kann, weil wir natürlich nach wie vor 238 Geiseln befreien wollen, auf welchem Weg auch immer, die sich derzeit, während wir hier reden, immer noch in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden. Sehr nachvollziehbar, Herr Shalikar. Aber konnten Sie denn auch so noch mal Erkenntnisse gewinnen über, ich sag mal, auch die Stellungen der Hamas-Terroristen und vielleicht auch die Unterbringungsart der Geiseln? Also wir sind in den letzten 3,5 Wochen seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober natürlich jeden Tag am Sammeln von Informationen, kostbare Informationen, die wir über alle Wege, die wir nur zur Verfügung haben, benötigen. Und das natürlich, um auf welchem Weg auch immer die Geiseln frei zu bekommen. Natürlich wäre diplomatische Wege und über internationale Organisationen, wäre das natürlich angenehmer und einfacher als über den militärischen Weg. Aber wir sehen, dass leider andere Kanäle derzeit keinen Erfolg haben und wir natürlich uns somit gezwungen sehen, auch militärisch nach wie vor vorzugehen. Nun gab es gestern zumindest auch hier für Deutschland die ja sehr tragische, sehr traurige Nachricht, dass auch die ja deutsche Staatsbürgerin Shani Luke inzwischen tot ist, offenbar ja auch enthauptet worden ist von den Terroristen. Wie ging die Analyse davon statten? Also muss man damit rechnen, dass sie jetzt auch zeitnah bekannt gegeben werden, dass weitere Geiseln tot sind? Ja, ich bin jetzt gerade hinter mir das Shura, die Shura-Kaserne der israelischen Armee. Da werden, da gehe ich jetzt gleich rein nach unserem Gespräch, da werden Leichen und Leichenteile, die am 7. Oktober gefunden worden im Raum Israel-Gaza-Grenze, die werden hierher gebracht. Und ich werde viele dieser Verzeihung, ich wurde hier gerade von einem gestört. Ich werde jetzt gleich, wie gesagt, wieder Leichensäcke mir anschauen müssen, wo auch teilweise kleine Leichensäcke zu sehen sein werden von abgetrennten Körperteilen, wo mal eine Hand oder mal ein Knochen oder mal ein Schädelteil. Es tut mir leid, dass ich das hier so sage, aber es ist die Wahrheit und es ist eine bittere Wahrheit. Und deswegen auch bei manchen Menschen, wo man jetzt noch denkt, dass sie vielleicht in Geiselhaft sind, oder nicht genau weiß, was ihre Situation ist, dass man eventuell in den nächsten Tagen auch bekannt gibt, dass sie sich schon jetzt unter den Toten befinden. Wir vermissen nach wie vor außer den 238 Geiseln auch 40 Menschen, und wo wir nicht wissen, wo sie sich befinden. Das heißt, die forensische Analyse läuft noch mal weiter. Aber was Sie eben auch hier berichten, das zeigt eben noch mal die Brutalität und Barbarei dieses ganzen Angriffs der Hamas, den wir da am 7. Oktober gesehen haben. Lassen Sie uns noch mal auf das Militärische zurückkommen, Herr Shalikar. Nun gab es ja diverse Aufrufe der Israelis, dass Zivilisten den nördlichen Teil des Gazastreifens verlassen müssen. Dem sind nicht alle gefolgt. Mussten Sie auch in Anbetracht dessen Ihren Einsatz nun anpassen und abändern?
Also nein, die guten Möglichkeiten, die guten Neuigkeiten sind, dass ungefähr 800.000 Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen tatsächlich in den letzten 2 Wochen, seit wir die Menschen aufrufen, sich in Sicherheit zu bringen, und zwar südlich, im südlichen Teil, und zwar in Al-Mawasi, in Wadi Gaza. Das ist der Bereich im südlichen Gazastreifen, wo man jetzt in Sicherheit erstmal unterkommen kann, wo es Nahrung gibt und Wasser gibt und Medizin gibt und die UN vor Ort sind und so weiter und so fort. Das sind 800.000 Menschen ungefähr, die diesem Aufruf gefolgt sind. Das macht es einerseits natürlich für die Hamas schwieriger, sich hinter ihren eigenen Menschen zu verstecken und sie als Schutzschilde zu missbrauchen. Und das macht es für uns einfacher, Richtung Gaza City, das Hauptquartier der Hamas, vorzugehen, wo sie auch nach wie vor die Hamas ihre Operation größtenteils von aus leiten. Lassen Sie uns jetzt von Gaza noch mal gucken ins Westjordanland, denn auch dort führen Sie aktuell gezielte Einsätze durch gegen Terrorstellungen der Hamas. Nun gibt es aber auch ein Problem dort mit israelischen Siedlern. Nun hat zum Beispiel auch das US-Außenministerium erst gestern den israelischen Staat aufgefordert, die Gewalt dort jüdischer Siedler im besetzten Westjordanland gegen die Palästinenser zu stoppen. Nun wurde aber offenbar wieder in der Nacht ein Haus angezündet. Haben Sie denn die Sorge, dass zusätzlich zu den gezielten Aktionen, die jetzt momentan dort stattfinden, dass sich die Kämpfe eben wirklich auch noch bis in die Westbank ausdehnen könnten? Ja, also absolut. Natürlich gibt es Kämpfe, sage ich jetzt mal, und auch militärisches Vorgehen, sowohl im Libanon, Israels, weil wir aus dem Libanon beschossen werden, und die Hamas und der Islamische Dschihad wollen auch im Westjordanland, beziehungsweise in den A-Gebieten, insbesondere in Jenin und Nablus, das ist palästinensische Autonomiegebiete, dort wollen sie natürlich auch ihre Leute aufhetzen und zu Terrorakten, ich sage jetzt mal, anstiften. Und deshalb sind wir natürlich in all diesen Gebieten vor Ort, beobachten die Situation. Natürlich auch haben wir gar kein Interesse daran, dass Israelis jetzt zur Gegenwehr sich irgendwo einsetzen. Das alles muss nicht sein. Das erschwert natürlich die Situation. Wir müssen auch in Judäa und Samaria beziehungsweise Westjordanland, wie auch im Norden Israels zwischen Libanon und Syrien und darüber hinaus natürlich alles von ganz nah beobachten und für alles, ich sage jetzt mal, vorbereitet sein. Also die Gewalt der israelischen Siedler sehen Sie auch durchaus kritisch. Herr Schalikar, ich danke Ihnen für all die Informationen. Passen Sie auf sich auf. Danke.